Herzlich willkommen zu Teil 14 der Reihe Ebene Geometrie, Punkte und Geraden. In diesem 14. Teil werden wir lernen, das Lot auf eine Gerade zu fällen. Wir werden dabei die Techniken verwenden, die wir in den vergangenen Wochen gelernt haben. Was ist das Lot? Das Lot ist in der Mathematik eine gerade Linie, die auf einer gegebenen Gerade oder Ebene senkrecht steht. Das heißt, am rechten Winkel mit dieser Gerade oder Ebene bildet. Wir werden das Lot auf Geraden betrachten. Nicht das Lot auf Ebene. Wir benutzen das Lot, um anschließend den Abstand eines Punktes von einer Geraden zu ermitteln. Wir tun das, indem wir die Geradengleichung in ihrer Vektorform verwenden. Wir haben die Vektorform bereits kennengelernt und in einer späteren Folge werde ich zeigen, wie man von der Geradengleichung in Normalform zur Vektorform kommt. Das heißt, wenn die Geradengleichung in Normalform gegeben ist, kann man sie in die Vektorform transformieren und dann die Vektorform benutzen, um das Lot zu ermitteln. Ein Beispiel, wir betrachten eine Gerade durch die Punkte P1 gleich minus 1, 1 und P2 gleich 1, 2. Das ist die blaue Gerade hier. Dieses konkrete Beispiel haben wir jetzt schon mehrfach in der Reihe verwendet. Und wir hatten ermittelt, dass die Geradengleichung lautet Vektor x von t gleich minus 1, 1. Das ist der Stützvektor, also der Ortsvektor des Punktes P1, plus t mal 2, 1. Das ist der Richtungsvektor. Also der Vektor, der vom Punkt P1 zum Punkt P2 zeigt. Wir haben einen Punkt Q mit den Koordinaten 3, 5 und wollen das Lot vom Punkt Q auf die Gerade fällen. Das Lot ist hier gestrichelt, angedeutet und wir haben hier einen rechten Winkel zur Geraden. Um das zu tun, ermitteln wir zunächst den Richtungsvektor des Lotes. Wie tun wir das? Wir nutzen aus, dass zwei Vektoren senkrecht zueinander sind, genau dann, wenn ihr Skalarprodukt 0 ist. Warum ist das so? Das Skalarprodukt ist die Projektion des einen Vektors auf den anderen. Wenn die Projektion 0 ist, bedeutet das, die Vektoren stehen senkrecht. Wenn wir ein Beispiel betrachten, zweier Vektoren, dann ist das hier die Projektion dieses Vektors auf diesen Vektor. Also diese Strecke ist die Projektion. Und wenn die Vektoren senkrecht stehen, dann ist die Projektion 0. Wir wollen annehmen, dass der Richtungsvektor der Geraden r die Komponenten rx, ry hat. Und wir wollen den Richtungsvektor des Lotes mit l bezeichnen mit den Komponenten lx, ly. Wenn wir das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren bilden, also rx, ry mal lx, ly, dann haben wir gelernt, beim Skalarprodukt multiplizieren wir jeweils die passenden Komponenten und addieren, also rx mal lx plus ry mal ly, und das soll gleich 0 sein. Wir können dann ry minus ly subtrahieren und erhalten rx mal lx gleich minus ry mal ly. Und dann teilen wir noch durch rx und haben lx gleich minus ry durch rx mal ly. Das lässt sich erfüllen, wenn wir folgende Wahl treffen für lx und ly. Wir setzen lx gleich minus ry und ly gleich rx. Das bedeutet, der Richtungsvektor des Lotes ergibt sich aus dem Richtungsvektor der Geraden, indem wir die Komponenten vertauschen und ein Minuszeichen hinzufügen. Also die x-Komponente des Lotvektors ist die y-Komponente des Richtungsvektors der Geraden mit einem zusätzlichen Minuszeichen und die y-Komponente des Lotvektors ist die x-Komponente des Richtungsvektors der Geraden. Also, wie gesagt, die Merkregel, Komponenten vertauschen und ein Minuszeichen ergänzen. Es ist grundsätzlich egal, ob wir das Minuszeichen bei der x- oder bei der y-Komponente des Lotvektors ergänzen. Zusammenfassend also, wenn eine Gerade den Richtungsvektor rx, ry hat, dann hat das Lot auf die Gerade den Richtungsvektor minus ry, rx. Wenn wir jetzt vom Punkt q mit dem Ortsvektor klein q das Lot auf die Gerade fällen, dann lautet also die Geradengleichung des Lotes x von s gleich Stützvektor, also Ortsvektor des Punktes q, plus s mal dem Richtungsvektor des Lotes, und den hatten wir gerade hier ermittelt. Ich habe hier den Parameter der Geradengleichung s genannt, zur Unterscheidung vom Parameter t in der ursprünglichen Geradengleichung.
Wenn wir jetzt den Lotfußpunkt wissen wollen, wenn wir hier die Gerade hatten und hier den Punkt, von dem aus wir das Lot fällen wollen, dann ist der Lotfußpunkt dieser Punkt hier. Also der Punkt, an dem das Lot die Gerade schneidet. Wenn wir den Punkt ermitteln wollen, setzen wir die Geradengleichung des Lotes, das ist die linke Seite, gleich der Geradengleichung der ursprünglichen Geraden, die rechte Seite, und betrachten das Ganze komponentenweise und erhalten dann als Komponentengleichung Qx minus s mal ry gleich Px plus t mal rx und Qy plus s mal rx gleich Py plus t mal ry. Das sind zwei Gleichungen für zwei Unbekannte, nämlich die Unbekannten s und t. Und die können wir lösen, wie wir es bereits mehrfach in dieser Folge getan haben. Und konkrete Beispiele dazu werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Also wie gesagt, in der nächsten Folge Beispiele zum Thema Lot auf gerade Fällen. Vielen Dank.